Hallo Leute, weiter geht's bei Mega Man X. Wir haben noch ein paar Dinge zu holen und das werden wir jetzt tun. Und zwar beginnen wir damit in der Mandrill Stage, ja. Und ja, ich habe gemerkt, mein Controller, der klappert so ein bisschen und dafür entschuldige ich mich mal. Aber ich kann jetzt nicht allzu viel dagegen tun, ich habe auch keinen zweiten hier, somit, ja, müsst ihr damit leben. Ja, zum einen haben wir hier einen Subtank übersehen. Und ja, den holen wir uns als erstes. Der ist, glaube ich, sogar gleich hier. Der ist ziemlich gut versteckt. Oder? Der ist hier. Weil hier war ich ja schon mal. Ungefähr hier war ich. Und da habe ich den Tank da drüben nicht gesehen. Respektive, hat er den gesehen? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall können wir uns jetzt den hoffentlich so holen. Pass auf. Nein? Warum nicht? So. So klappt das. Habt ihr gesehen? Das war sehr gut. Jetzt habe ich mein Schild benutzt. So. Wir müssen oben entlang, glaube ich. Au. Das war unfair. Ich war nicht vorbereitet, mein Freund. Egal. Ich habe die Energie. Gehst du runter? Danke. So, dann haben wir... Moment, wir können es uns mal ansehen. Ja, wir haben alle 4 Subtanks voll. Wir haben eigentlich alles jetzt. Jetzt fehlen uns nur noch Herzen. Und davon haben wir, glaube ich, sogar fast alle gesehen. Auch hier, wir haben es gesehen eigentlich. Eigentlich, ja. Glaube ich mich zu erinnern. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das aussah. Aber ich glaube, wir haben es gesehen und nicht erreicht. Also, ich habe es vergessen. Ha, ich habe es erwischt. Licht bitte. Jedes einzelne Mal, ne? Jedes einzelne Mal. Erwischt mich das Ding. Hier kam nochmal eines, oder? Jetzt kam es von der anderen Seite, das war unfair. Naja, wie auch immer. Wir sollten ja eigentlich bald mal auf das Teil stoßen, weil... Oh nein. Das machen wir anders. Das machen wir so. Hat ja beim letzten Mal auch relativ gut funktioniert, oder? Lass los, bitte. Das ging doch beim letzten Mal sehr gut, oder nicht? Hallo? Hat beim letzten Mal besser funktioniert. Hatte ich im Kopf. Scheinbar nicht. Doch, jetzt. Ist kaputt. So. Habe ich ein bisschen Schaden genommen, aber was soll's. Oh. Problem gelöst. Gut. Vielleicht haben wir das Herz auch gesehen beim letzten Mal und ich hatte noch ein Upgrade zu wenig oder so. Das kann alles sein. Ich bin jetzt guter Dinge, dass wir es gleich sehen werden. Wie ich das jetzt überlebt habe, keine Ahnung. Es war gewagt, aber hat geklappt. Licht, bitte. Ein bisschen Energie für unseren letzten Subtank. Sehr gut. So. Wo war's denn? Wo war's denn? Oh, Schildkröte. Ist so nervig, wenn das Licht ausgeht, ja. Ach, da oben war's, genau. Ich wette, man könnte da ranspringen, aber... Auch das versuche ich mal mit dem Cutter hier. Ich weiß nicht genau, wie man den steuert. Und dann muss ich auf diese... Nee, wie werfe ich den nach oben? Nicht immer gegen die Wand. Moment. Wenn ich nach oben drücke, geht der nach oben. Wenn ich nach unten drücke, geht der... Verstehe ich nicht. Wie geht der nach oben? Es klappt nicht. Es klappt nicht. Ich... Mega Man, von der Wand weg... Er schießt immer gegen Richtung Wand. Er schießt immer in Richtung Wand. Toll. Jetzt bin ich hier und ich krieg den nicht. Hm, ich habe beim letzten Mal so ein bisschen rumgepröbelt, aber ich krieg's nicht hin. Lass mich nochmal ein bisschen pröbeln, ja. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber es hat funktioniert. Ich habe jetzt lange gebraucht. Ihr müsst quasi... Nicht einfach nur abspringen, so, sondern irgendwie von der Wand wegdashen. Habt ihr gesehen, wie weit der Sprung war? Und irgendwie... Manchmal klappt es, manchmal nicht. So, habt ihr gesehen? Das war weiter weg, als so normal wegspringen. Anders kann ich es nicht erklären. Aber wie auch immer. Hier haben wir jetzt alles und wir können verschwinden, glaube ich. Haben wir auch noch nicht gemacht oder gesehen. Deswegen... Hallo? Wie? Geht nicht. Ach so, mit Start muss ich bestätigen, okay.
Und dann was? Haben wir ein Passwort. Gut, als nächstes gehen wir zur Penguin Stage. Auch da war ich bereits am richtigen Ort, aber wir hatten nicht die richtige Waffe, ja. Mit anderen Worten, ich habe, glaube ich, alles gesehen, was es gibt, einzusammeln. Und ja, ist eigentlich gar nicht mal so kryptisch versteckt, scheinbar. Au. Lass mich doch mal durch hier. Eine Sache habe ich, glaube ich, nicht gefunden in meinem Durchspielen, ja, und ich hätte ich vermutlich auch nie gefunden. Da ist wirklich zu kryptisch versteckt. Warum sind hier gerade so viele Gegner unterwegs? Ich möchte eigentlich nur durchrushen, ehrlich gesagt. So. Alles kaputt gehen hier. Alles, alles, alles. Brauche ich nicht. Ich will schnell vorankommen, aber... Unterm Strich bin ich doppelt so langsam, weil ich ständig getroffen werde, ja. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Das war knapp. Wir sind ja gleich oben, oder? Dämliches Ding. Egal. Wir haben genug Energie mittlerweile. Was heißt genug? Naja. Hier haben wir die Dinge gesehen, die erste Kapsel, ja. Hier hatte ich noch Angst vor den großen Sprüngen hier. Erinnert ihr euch? Vor den ganzen tausend und Millionen Gegner, die hier spawnen. Gib mir das. So. Wir sollten gleich da sein. Bald sollten doch die ersten Roboter kommen, die wir übernehmen können, oder? Verzeihung. Ja, das sieht doch richtig aus. So. Wir wollen nämlich da hochgehen. Erstmal auch das zerstören. So. Hier würde ich gerne hochgehen. So. Hier hochspringen. Hier oben war ich ja. Aber ich krieg's nicht kaputt, dieses Ding. Auch nicht mit dem Buster. Nee, ich brauche Feuer. Wo ist Feuer? Damit kann ich das Zeug kaputt machen, nämlich. Seht ihr? Und da ist der Herzcontainer. Und damit hat mir so viel Lebensenergie wie Waffenenergie und das ist cool. Ist da auch noch was? Nur ein bisschen was. Wir können die Stage verlassen. Wir haben alles. Als nächstes gehen wir in die Käfer-Stage, würde ich sagen. Hier müssen wir ein bisschen weiterspielen. Aber wir haben den Herzcontainer ja auch bereits gesehen gehabt. Ja. Wenn man das Spiel vom ersten Mal spielt oder so, Verzeihung, sollte man sich vielleicht Dinge notieren, ja. Die man gesehen hat, aber nicht erreicht hat. Machst du was? Ach, du dummer Typ, du. Ja, sollte man sich vielleicht einfach nur notieren. Weil man vergisst dann solche Dinge ziemlich schnell wie... War ich jetzt gerade dumm oder so? Vielleicht, ja. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen darüber nachdenken, neues Gamepad zu kaufen. Weil es klackert nicht nur unendlich laut, es ist auch nicht mehr so präzise. Ist auch altes Teil. Aber ich mag's. So ist auch die Kacke hier, ne? Dash doch mal! Hat nicht gedasht. So, du, hau jetzt ab, du nervst mich. So. Sind wir bald da? Ich meine, die Sages sind ja nicht so riesig eigentlich. Aber wenn man zu einem gewissen Punkt kommen will, ja, dauert es halt doch sehr lange. Ja, toll. Und alle und jeden treffen lassen, ja. Aber wir kriegen ja immerhin Energie und das Fair. So. Achso, die Kacke kommt auch noch. Aber wenn man so ein bisschen springt, dann sieht man ja, was kommen wird, ja. Einfach nur nicht zerquetscht werden. Von Gegnern getroffen werden, ist okay, ist okay. Da haben wir auch eine kurze Unverwundbarkeitszeit für den Fall der Fälle, ja. So, war's das? Ich glaube, das war's. Nee, noch nicht. Wer ist Instant Death? Ich glaube, ja. Aber wir sind ja gleich soweit. Wir werden nach oben nicht zerquetscht. Nein, wir können einfach so durchgehen. So. Wir sollten eigentlich gleich da sein. So. Weg mit dir. Nein! Komm raus da. Danke. So. Du fliegst bitte weg. Wo war's denn? Achso, es war ganz oben, ne? Das war unfair.
Genau dann, wenn ich hoch will, ne, fahre ich das Ding mal aus, ne? Weg mit dir. Du gehst auch weg. Immer, dass ich direkt nicht hoch kann, ja. So. Wir haben's ja gleich. Du weg. Und du weg. So, so, so. Und wir sind immer noch nicht da. Jetzt runterfallen, das wär's. So, da. Dafür brauchen wir wieder den Cutter. Aber ich weiß ja immer noch nicht so genau, wie der funktioniert. Moment. Oh. Hat geklappt. Hat geklappt. Und wir können raus. Escape. Sehr gut, dann haben wir das, haben wir. Wir haben alle Tanks. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Herzcontainer. Und der fehlt beim Storm Eagle. Und den hätte ich, glaube ich, nie gefunden alleine. Ja, nie. Wir müssen zum Glück nicht allzu weit gehen. Aber, naja, wir müssen es trotzdem erst hinkriegen. Wir nehmen wieder unsere Homing-Teile. Für diese nervigen Gegner hier. Und dann geht's los. Ich liebe solche Sprünge nicht. So, da gehen wir so hoch. Dann machen wir das. Und dann zerstören wir den hier. Den hier, damit wir nicht gestört werden. Ja, und dann... Nein, das war schlecht. Dann dashen wir total schnell darüber und... sind beim Herzteil. Stark, nicht wahr? So, und damit haben wir alles gefunden, was es eigentlich gibt. Aber es gibt noch etwas. Auch das haben wir eigentlich gesehen. Aber ich war zu dumm. Und zwar war das hier. Beim Mammut. Wisst ihr, welche Stelle ich meine? Die ganz, ganz lustige. Die ich mir selber verbaut habe, glaube ich. Tja, und scheinbar, hier unten, das wäre alles Lava. Wenn man die Stage als erstes macht. Ich glaube hier, die Stage ändert sich, wenn man in diesem Fall die Penguin Stage abschließt, ja. Dann ist hier das Eis gefroren. Deswegen konnte ich auch den Herzcontainer einfach so mitnehmen. So, wird das. Ja, es geht hier um diese Blöcke da. Ich habe es ja schon mal versucht und tatsächlich muss man da genauso hoch, wie ich schon tausendmal versucht habe. Ja. Einstein habe ich ja mal kaputt gekriegt mit meinem Helm, ja, aber dann war irgendwie vorbei. Ich denke auch, das werde ich... Da war's doch. Jetzt habe ich es wieder verkackt, oder? Ja, ich hätte direkt nach oben gehen müssen. Dann halt nochmal. Ich zeige euch, wie es funktioniert hat, okay? Bin oben, Leute. Hat jetzt gar nicht mal so lange gedauert. Aber hier ist eine wunderschöne Kapsel. Diese Kapsel enthält ein Teil, die mein X-Buster verbessern wird. Ja. Du kannst nun alle Waffentypen aufladen, glaube ich. Irgendwie so. Holen wir uns. Ich glaube, wir können jetzt einfach alle Waffen aufladen und gecharged schießen. Mal schauen, wie das aussieht. So, jetzt sind wir ultimativ. Mega Man macht das von alleine. Ich drücke quasi nichts. Okay, verstanden. Ich kann meinen Mega Buster doppelt aufladen. Wenn ich so rot leuchte, das dauert ultra lange. Dann mache ich so einen Ultraschuss. Wir laden einfach mal alles auf, okay? Wow, zielsuchende Scheiße. Wie diese Waffe, die ich noch nie benutzt habe, wie sieht die aus? Bin ich nun unbesiegbar? Ich bin unbesiegbar. What? Seht ihr das? Ich war unbesiegbar. Das ist ultra cool. Ha! Was haben wir noch? Das Schild. Riesenschild. Ah ne, jetzt bin ich... das war ja toll. Das war ja spaßig. Ja, ich kann Projektile abwehren damit. Das ist auch ziemlich cool. Ich kann es nicht wegmachen. Okay, der Flammenwerfer. Wie sieht der aus? Wow, okay. Flächendeckend.
Der Ultratornado, wie sieht der aus? Bin ich gespannt. Lass mich mal jetzt aufladen hier. Boah. Okay, das ist mehr was für nach oben. Der Spark hier. Boah. Boah, fegt einfach alles weg von der ganzen Plattform, ja. Der Ultra-Cutter. Bestimmt einfach nur mehr als ein Cutter. Boah. Cutter in alle Richtungen. Sehr stark. Eis. Eis. Da passiert was. Was? Eine... Moment, war das eine Plattform? Das will ich nochmal testen. Kann ich da draufstehen? Wie gesagt, ich kenne das eigentlich alles nicht. Ich bin drauf. Damit fahre ich jetzt. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll, aber es ist geil. Ist geil. Was haben wir sonst noch? Nichts mehr. Gut, dann war es das theoretisch. Theoretisch war es das, aber es gibt noch etwas. Und das ist total kryptisch, ja. Total kryptisch. Und das hängen wir jetzt auch noch gleich direkt an diesem Part an. Das war in unserer aller Lieblingsstage hier. Da können wir einfach so durchrushen. Ist alles kein Problem. Erst zum Schluss müssen wir aufpassen. So. Ich bin auch noch nicht ganz schlau draus geworden, was für Bedingungen gestellt sind, dass das passiert, was ich jetzt gerne machen würde. Ich zeige es auch einfach einmal, weil wir müssen das mehrfach tun. Ich weiß auch nicht, ob ich zwischendurch mal sterben darf oder nicht. Wir versuchen einfach nicht zu sterben, ja. Aber alles zu seiner Zeit. Wir rushen einfach erstmal durch die Stage durch, ja. Mach auf da. Hier einfach durchrushen. Diese Mitus, ja. Warum sind die so lange zu? So, hier könnte ich Energie mitnehmen. Will ich aber nicht. Wir rasen einfach weiter. Lasst uns gar nicht irritieren von diesem dummen Vieh da hinter uns. Auch wenn man es immer noch hören kann. Immer genau in die Gegner rein, ja. Immer genau in die Gegner rein. Mit Me-Tools. So, ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich war schon mal... Nee, es ist noch nicht die richtige Stelle, glaube ich. Oder doch. Wow, mein Ultraschuss. Seht euch das an. Nee, es war es noch nicht. Es war es noch nicht. Aber gleich, gleich, gleich. Moment, wo muss ich jetzt hin? Oh. Jetzt bin ich vor dem Typen. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, da oben war das Herzteil. Wieder nicht gedasht. So, hier wird's wichtig, glaube ich. Warum wurde ich jetzt getroffen? Das war ein bisschen unfair. So, da kommen die Vögel. Auch unwichtig eigentlich. Aber, jeden Moment. Jetzt. Muss ich dashen und hier hochgehen und das Teil einsammeln. Und das muss ich, glaube ich, dreimal hintereinander tun, ja. Und dann passiert hier was. Also werde ich da kurz ein bisschen schnippeln, ja? Bis gleich. Nummer 2. Nummer 3. Und... Leute, geschafft. Seht ihr, nun ist hier auf einmal eine Kapsel. Und Dr. Light sieht ein bisschen anders aus. Ich gebe dir ein spezielles Geschenk. Bitte, betritt die Kapsel. Ja, wie kryptisch ist das denn? Ich glaube, man muss alles zuvor, alle Secrets gefunden haben und dann das hier 4 oder 5 Mal machen. Vermutlich ohne zu sterben und vielleicht auch mit voller Energie. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ja, jetzt kriegen wir was. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ja, habt ihr gesehen? Hadouken. Aber wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich einen Hadouken? Nee. Hä? Das war doch... Ja. Bei Street Fighter drückt man doch nach unten. Nach schräg unten und dann zur Seite, ne? Dann greift man an. Verstehe ich nicht. Lass mich das kurz mal nachlesen, wie das funktioniert.